Einkaufen für das Zuckerfest. Gerne würde Tarek Haridi aus dem Vollen schöpfen. In diesem Jahr muss er sich bei der Auswahl aber sehr begrenzen. Die Preise für Kartoffeln haben sich im vergangenen Monat verdreifacht. Die Tomaten kosten nun sogar fast das Vierfache. Die gestiegenen Preise treffen Taxifahrer Haridi, der mit umgerechnet 6 Euro am Tag seine Familie ernähren muss, hart. Es gibt Wünsche von den Kindern, aber das meiste davon geht einfach nicht, weil ich nicht genug Geld habe für Essen, für Trinken, Miete, Strom, Wasser und Gas. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine wiegen schwer in Ägypten. Das Land war schon zuvor hoch verschuldet. Im März musste die Regierung nun das ägyptische Pfund abwerten. Die Weizenversorgung steht auf wackeligen Beinen. Kein Land der Welt importiert so viel Weizen wie Ägypten. 80% der Importe kommen aus Russland und der Ukraine. Noch deckelt der Staat die Brotpreise. Zu groß ist die Furcht vor Unruhen. Es gab Fälle in der Geschichte Ägyptens, die zu Revolutionen und sozialen Unruhen geführt haben, wenn es um Brotmangel geht. Auch deshalb hat die Regierung in den vergangenen 3 Jahren Brot subventioniert. Wie lange dies im bevölkerungsreichsten arabischen Land noch möglich ist, bleibt offen. Die Menschen in Kairo feiern nun erst einmal das Ende des Ramadans. Ein Ende der schwierigen wirtschaftlichen Situation ist für Tarek Haridi und sein Land aber nicht in Sicht. Zugeschaltet aus Kairo ist mein Kollege Ramin Sina. Ja, in Ihrem Stück, da klang es schon an. Ich will noch mal nachfragen, welche Bedeutung hat der Brotpreis in Ägypten? Ja, die Bedeutung des Brots in Ägypten, das kann man gar nicht hoch genug hängen auf Arabisch. Da sagt man zum Leben Aish. Und hier in Ägypten sagen sie auch zum Brot Aish. Also da merkt man schon, rein sprachlich gehen Brot und das Leben hier quasi Hand in Hand. Und auch deshalb hat der Brotpreis hier am Nil eine ganz spezielle politische Sprengkraft auch. Das hat man vor allem in 2 Situationen in der Geschichte erlebt. Zum einen 1977, da hat der damalige Präsident Anwar Sadat die Subventionen auf Brot gestrichen. Es kam zu Unruhen und Sadat musste wieder einen Rückzieher machen. Und zum zweiten 2011, der sogenannte arabische Frühling, die Demonstrierenden auf den Straßen, die hatten den Slogan Brot, Freiheit, soziale Gerechtigkeit. Also auch da spielte Brot eine große Rolle. Jetzt ist es aktuell wieder eine Situation, in der der Brotpreis durchaus für Zündstoff sorgen könnte. Der Weizenpreis ist um 65% weltweit gestiegen. Und das ist für Ägypten besonders dramatisch, denn Ägypten ist das Land, das am meisten Weizen auf der ganzen Welt importiert. Bisher hat die ägyptische Regierung diesen Preisanstieg noch nicht einfach so weitergegeben an die Bevölkerung. Die Brotsubventionen, die sind weiter intakt, die sind weiter in Kraft. Aber der ägyptische Präsident Sisi, der hatte schon im vergangenen Jahr, schon vor dem Krieg in der Ukraine und den Folgen angekündigt, eigentlich würde er gerne diese Subvention irgendwann streichen. Momentan hat er das noch nicht gemacht, aber das bedeutet natürlich für den Staat Ägypten, dass der Staatshaushalt einfach stärker in Anspruch genommen wird, weil der Weizenpreis einfach in der Welt so stark gestiegen ist. Kann sich der Staat diese Subventionen jetzt denn noch leisten? Ägypten lebt als Staat auf Pump. Natürlich leben die allermeisten Staaten auf der Welt auf Pump, aber Ägypten ganz besonders. Seit 2016 gibt es, abgesehen von Argentinien, kein Land auf der Welt, das so hohe Kredite vom Internationalen Währungsfonds angefragt hat und bekommen hat wie Ägypten. Es wird aktuell schon wieder über neue Kredite verhandelt. Und neben dem Internationalen Währungsfonds gibt es dann auch noch die Partner in der arabischen Welt am Golf. Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und mittlerweile auch wieder Katar, die in der Vergangenheit schon immer wieder mit Krediten und mit Investitionen eingesprungen sind. Und Saudi-Arabien hat auch diesmal gesagt, okay, wir investieren nochmal oder wir stellen 5 Milliarden Dollar als Hilfen bereit. Katar, jahrelang so ein bisschen politischer Antagonist der Ägypter, mit denen ist man jetzt auch auf Besserung aus. Auch die haben gesagt, wir investieren 5 Milliarden Dollar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch angekündigt, in ägyptische Firmen zu investieren. Also es gibt bisher immer noch jemand, der sich als Kreditgeber irgendwo finden lässt. Das liegt einfach daran, dass Ägypten das Schwergewicht der arabischen Welt ist. 100 Millionen Menschen leben hier und die Auswirkungen, die ein wirtschaftlicher Kollaps hier am Nil haben könnte für die Region, die sind einfach so stark, dass bisher manche Staaten immer noch gesagt haben, okay, wir springen ein.
Wie dramatisch sieht die Regierung in Ägypten die Situation? Die Regierung in Kairo, die sieht die Situation nicht ganz so düster wie vielleicht einige internationale Experten. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, ein Bild zu zeichnen von einem Wirtschaftsaufschwung in Ägypten. Allein im letzten Quartal 2021 hat sie Zahlen vorgelegt, die ein Wirtschaftswachstum von 8% vorgesehen haben. Jetzt ist es allerdings so, dass die Regierung aktuell sagt, ja klar, es gibt eine aktuelle Krise, die ist auch stark, aber da müssen gerade ganz viele verschiedene Länder durch und sie sieht die Situation nicht ganz so dramatisch wie internationale Experten, die eben sagen, Ägypten, das ist ein Land, das um Gelder in der Region, auf der Welt betteln muss, das ist ein Land, das hochverschuldet ist und das ist ein Land, das ganz viel Geld für Prestigeprojekte, wie zum Beispiel eine neue Hauptstadt, die außerhalb von Kairo gebaut werden soll, ausgegeben hat. Aber das ist kein Land mit einer starken und krisenfesten Wirtschaft. Ramin Sina, damit ganz herzlichen Dank.